Fast 30.000 füllten an diesem Wochenende die Gänge des Heiligtums von Lourdes. 30.000 Menschen kamen freudig, um das Ende des Jubiläums der Erscheinungen der Bernadette zu feiern. Manche kamen zum zweiten oder dritten Mal auf Besuch während dieses Jubiläumsjahres. Für andere war es eine Premiere. Es ist eine große Premiere. Ich habe es kaum erwarten können. Es war wirklich eine Freude zu kommen. Ich habe noch nie eine solche Freude gehabt. In diesem 150. Jahr der Erscheinungen der Jungfrau Maria nutzen wir die vielen Gnaden, weil es ist ein Moment der Gnade, ganz besonders zu diesem Jubiläum. Wir gehen in die Kirche, wir begegnen Gott in der Eucharistie. Aber an diesem Ort, mit Menschen aus allen Nationen, weiß man, dass Christus jeden Tag mit uns ist. Nach Lourdes kamen nicht nur Pilger aus Frankreich, sondern auch aus England, Südamerika, Spanien. Die ganze Welt trifft sich hier. Aber die größten Anhänger von Lourdes sind mit Abstand die Italiener. 6.000 haben seit langem diese Wallfahrt ins Heiligtum reserviert. Sie kommen Gott dadurch ein wenig näher und zeigen ihre Verehrung der Jungfrau Maria. Es ist eine Erfahrung, die alle Menschen machen sollten. Weil es eine Erfahrung ist, die uns wachsen lässt, die uns stärkt. Nur weil das Jubiläum zu Ende geht, heißt das nicht, dass das Gebet aufhört oder die Reisen nach Lourdes. Im Gegenteil, es wird weitergehen und wir können aus der Nähe Mariens mit Bernadette, die uns immer begleitet, Kraft schöpfen. Cette force auprès de Marie avec Bernadette qui nous accompagne toujours. Am Sonntagabend versammelten sich die Pilger zur großen Lichterprozession. Licht als Symbol des Gebetes und der Leidenschaft. Eine Zeit der intensiven Gefühle für die Pilger, die an diesem Wochenende zum Ende des Jubiläums gekommen waren.